Der Hauptbahnhof Halle-Saale, Dreh- und Angelpunkt im Schienenverkehr. Seit der Inbetriebnahme der Neubaustrecke durch den Thüringer Wald ist die Großstadt im Süden Sachsen-Anhalts auch eine wichtige ICE-Station. Zwischen den Gleisen des Inselbahnhofs liegt das imposante Empfangsgebäude. Seit dem Jahr 1890 in Betrieb. Markant ist die große Kuppelhalle. Seit einer Sanierung ist der Bahnhof zur Einkaufsmeile geworden. Sozusagen ein Kaufhaus mit Bahnanschluss. Der Hauptbahnhof liegt an der Schnittstelle der Strecken Berlin-Erfurt und Dresden-Magdeburg. Drei ICE- und zwei IC-Linien fahren zum Teil im Stundentakt. Dazu kommt der Regional- und S-Bahn-Verkehr mit 6 RE, 5 RB und 6 S-Bahn-Linien. Vor der Tür fährt die Hallische Verkehrs AG mit gleich 6 Straßenbahnen und 2 Buslinien. Der alte Wasserturm ist zum Markenzeichen geworden. Von fast allen Seiten sichtbar zeigt er den Weg zum Hauptbahnhof. Gleich 2 Straßenbahnhaltestellen tragen den Namen Hauptbahnhof. Auf der westlichen Seite halten die Linien 2 und 5. Zu den ältesten und zu den imposantesten Gebäuden der Saalestadt zählt die Moritzburg, um 1500 im spätgotischen Stil errichtet. Fast 230.000 Einwohner wohnen heute in Halle, die fünftgrößte Stadt der neuen Bundesländer. Im Zweiten Weltkrieg, Gott sei Dank, nur wenig zerstört, zeigt sich die Altstadt fast im Zustand des frühen 20. Jahrhunderts. Zentraler Punkt und historisch bedeutend ist der Marktplatz in der Altstadt mit seinen 5 Türmen. Hier wird auch an den bedeutendsten Sohn der Stadt erinnert, an den Komponisten Georg Friedrich Händel, 1685 in Halle geboren. Autos fahren hier nicht mehr. Fast die gesamte Altstadt ist heute eine Fußgängerzone. Nur die Straßenbahn hat noch Vorfahrt. Direkt auf dem Marktplatz gibt es 2 Haltestellen für zahlreiche Linien. Am Roten Turm hat der Roland seinen Platz. Er steht für bürgerliche Freiheit, hohe Gerichtsbarkeit und Eigenständigkeit der Stadt. Mehrere Straßenbahnlinien fahren durch die große Ulrichstraße. Sie verbindet den Marktplatz mit der nördlichen Innenstadt.
Die Einkaufsstraße und heutige Fußgängerzone ist von historischen Bauten geprägt. Viele sind nach der Wende im neuen, alten Glanz wiedererstanden. Die Straßenbahnen haben zwei Haltestellen in der rund einen Kilometer langen großen Ulrichstraße.